ihr Lieben, und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es wird mal wieder einen Strickvlog für euch geben. Und wie ihr schon gesehen habt, sind wir unterwegs gewesen und wir sind in Graz gelandet. Denn ich habe einen Kurztrip zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und wir werden jetzt 3 Tage hier in Graz verbringen und ich freue mich da sehr drüber. Ich habe nämlich morgen Geburtstag und den werden wir dementsprechend auch hier feiern. Das Tolle ist, dass es hier 3 richtig schöne Wollläden gibt, so wie es online ausgesehen hat. Und wir werden heute schon den ersten erkunden, morgen werden wir 2 erkunden und ansonsten werden wir einfach hier die ganze Stadt erkunden. Wir werden lecker essen und halt schauen, was es hier sonst noch so gibt. Und natürlich nehme ich euch zu all dem mit. Das Tolle ist, dadurch, dass wir in Berchtesgaden jetzt wohnen, haben wir nach Graz jetzt nur 3 Stunden gebraucht. Und das ist eine völlig humane Zeit und dementsprechend kann man das super einfach an einem verlängerten Wochenende machen. Ich war hier noch nie, mein Verlobter war hier schon mal. Und ich bin total gespannt, was diese Stadt zu bieten hat. Aber das, was ich jetzt unterwegs schon gesehen habe, hat mir schon mal ziemlich gut gefallen. Das Airbnb ist auch sehr zentral. Es ist super schön, sauber, also genauso wie wir es haben wollen. Und ich fühle mich jetzt schon total wohl. Und da es schon ziemlich heiß ist, werden wir uns jetzt langsam auf den Weg machen, weil der Wollladen macht bald zu. Und den möchte ich auf keinen Fall verpassen. Der hat nämlich morgen geschlossen. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Wir haben gestern einen wirklich wunderschönen Tag in Graz verbracht. Diese Stadt ist wirklich total schön. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Und wir sind erstmal so ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, haben lecker bei Swing Burgers gegessen. Das waren wirklich leckere Burger, obwohl wir schon bessere gegessen haben. Aber damit macht man absolut nichts falsch. Das Coole ist, die hatten so eine Refill-Station, wo man sich immer wieder was zu trinken holen konnte. Aber man hat auch keine Papierbecher oder so gekriegt, sondern wirklich Emaille-Tassen. Und das hat das alles nochmal viel cooler gemacht.
Deswegen das. Dann waren wir natürlich beim Glücksfaden, bei dem kleinen Wollladen. Der war winzig klein. Auf den Fotos hätte ich erwartet, dass er viel größer ist. Also er war wirklich klein, klein, klein. Aber hatte eine super schöne Auswahl. Ganz viel Langjans, ferner Wolle und auch selbstgefärbte Wolle. Und zwar von der Besitzerin. Aber da bin ich nicht wirklich fündig geworden. Dafür habe ich aber dieses Garn mitgenommen. Von Langjans. Das ist ein Sockengarn und die Farbe fand ich so schön und mein Verlobter auch. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Sehr, sehr schön. Davon gab es noch viele andere schöne Farben. Das heißt Move Wool Addicts bei Langjans. Das ist die Farbe, ich glaube 0010 oder 2751, eins von beiden. Und ja, die Zusammensetzung ist 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Also wirklich ein ganz klassisches Sockengarn. Ihr habt hier 100 Gramm und 400 Meter Lauflänge. Sehr, sehr hübsch. Und dann hat mein Verlobter noch einen so ein Manga-Anime, weiß nicht, Spieleladen, sage ich mal, ausfindig gemacht. Und er saß ich dort und habe einfach auf ihn gewartet und geschaut, was es da so gibt. Und dann ist ihm aufgefallen, dass es auch noch eine Tim Burton und Disney-Ecke gibt. Und dann bin ich völlig ausgerastet. Ich hätte noch viel mehr mitnehmen können, aber ich habe mich wirklich gezügelt. Aber ich habe mir von Wednesday ein Notizbuch mitgenommen. Ihr wisst, wie sehr ich Wednesday liebe, deswegen das musste auf jeden Fall mit. Da werden alle meine To-Dos und Dinge für den Kanal notiert. Dann für Halloween habe ich mir diese Untersetzer mitgenommen. Von Wednesday. Und da gibt es im Endeffekt ganz viele unterschiedliche. Na, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich für die Nina von Nytederm was mitgenommen. Und sie weiß schon davon, deswegen kann ich es hier auch spoilern. Wir beide lieben nämlich auch Beetlejuice, weil wir beide insgesamt Tim Burton lieben. Aber Beetlejuice finden wir auch ganz toll. Und es kommt ja jetzt ein zweiter Teil raus. Und sie hat passend zu dem Thema wirklich eine richtig tolle Sockenwolle gefärbt. Und genau in diesem Farbschema habe ich so ein kleines Täschchen gefunden. Und das kann sie halt perfekt für Maschenmarkierer benutzen. Leider gab es nur noch eins, sonst hätte ich mir auch eins mitgenommen. Aber das geht auf jeden Fall an sie. Denn ich habe dann für mich noch Pins gefunden. Eigentlich wollte ich erst nur so einen kleinen Groot, weil ich den an meine Projekttaschen dran machen wollte. Und als der Verkäufer dann in diesem Kästchen rumgewühlt hat, habe ich auch noch diesen Pin gefunden. Mit Jack und dem Oogie Boogie in der Hand. Ist der nicht cool? Also beides kommt auf meine Projekttaschen und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gestern gefunden habe. Und jetzt gehe ich den Tag relativ entspannt an, denn ich werde jetzt ein bisschen Serie gucken, denn die neueste Staffel Only Murders in the Building ist jetzt online gekommen. Ich werde hier an meinem Love Letter Top ein bisschen weiter stricken, denn das möchte ich so schnell wie möglich fertig kriegen. Ich will nämlich jetzt mit den Sommerprojekten wirklich komplett abschließen und mich auf meine Herbstprojekte konzentrieren. Und viel bleibt mir nicht mehr übrig, aber dieses letzte Chart ist halt viel mit diesen Bommeln. Und die Bommeln sind leicht zu stricken, aber dauern halt ewig. Und ja, deswegen bin ich hier noch so ein bisschen am Arbeiten. Aber wenn das durch ist, bin ich mit meinen Sommerprojekten soweit fertig und kann mich voll und ganz auf den Herbst konzentrieren. Genau, ich habe mir noch einen Eiskaffee gemacht und wundert euch nicht über mein rotes Auge. Ich habe ein bisschen zu lange gestern Kontaktlinsen getragen. Deswegen sehe ich so latent gruselig aus. Aber das geht auch gleich vorbei. Genau, und jetzt schaue ich hier Only Murders in the Building, stricke und dann geht es auch wieder ab in die Stadt, denn wir werden auf jeden Fall heute noch 2 Wollläden besichtigen. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hoffe, die sind auch alle wirklich so zentral, wie ich es gestern gesehen habe. Weil irgendwie weiter wegfahren wollen wir nicht. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Aber ich glaube, das wird alles ganz gut klappen. Übrigens mag ich es total gerne auf dem iPad diese Split-Screens zu machen, weil ich dann einfach auf einer Seite die Serie gucken kann. Auf der anderen Seite habe ich dann meine Anleitung. Das funktioniert ganz gut. Hier ist halt viel Chart. Das macht es ein bisschen unübersichtlich, aber ansonsten passt das ganz gut. Und mein Verlobter hat mich gerade korrigiert. Der Laden, wo wir gestern waren, heißt nicht Swing Burgers, sondern Swing Kitchen. Swing Kitchen. Nur damit ihr Bescheid wisst. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh,
Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part. Wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. The pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Oh, let me see your face again, and take me to the place.
swept me off my feet and made me whole again. You came in my life. I wanna see. Guten Morgen, es ist Sonntag und da es noch ziemlich früh ist, sitze ich auf der Couch mit meinem Love Letter Top und versuche es zu Ende zu stricken. Das letzte Chart ist fertig. Das sind so Bommelherzchen. Das sieht so cool aus. Und jetzt muss ich nur noch einmal das Bündchen machen und dann habe ich das auch schon fertig. Am Ende muss man dann noch so einen Allcordrand am Halsausschnitt und auch an den Armen machen. Aber ja, den Hauptanteil habe ich dann endlich geschafft. Der gestrige Tag war sogar noch schöner als der Freitag. Wir hatten wirklich eine super schöne Zeit. Und wir haben auch zwei Wollläden besichtigt. Einmal der kleine Rebus und dann auch noch die Maschenwerkstatt. Ja, die Maschenwerkstatt. Beide komplett unterschiedlich, beide sehr schöne Läden. Die Besitzerin vom kleinen Rebus war super nett. Wir haben uns total nett unterhalten. Sie hatte viel, eine gute Mischung an also handelsüblichen Garn. So ein bisschen Langjans, Lana Grossa, von Riku gab es da was. Aber auch von Katja hatte sie einiges. Also wirklich eine coole Auswahl und man konnte sich da gut austoben. Dort habe ich einmal diesen Bommel oder Bobbel mitgenommen. So sieht er aus. Ich mag Bobbel eigentlich ganz gerne. Der Nachteil an den Bobbeln ist, dass die eigentlich die meiste Zeit mindestens aus 50% Polyacryl bestehen. Manchmal auch ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist es gefühlt immer so 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Finde ich total schade. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber hier habe ich einen Bobbel erwischt, der aus 100% Baumwolle besteht. Und da ich eine Jacke habe, die so in diesem Blau ist, dachte ich mir, es wäre cool, so ein ganz normales Tuch zu machen. Und einfach durch den Farbverlauf von dem Bobbel muss man da auch überhaupt gar kein Muster oder so reinstricken. Genau, deswegen, das ist das eine. Das ist übrigens von Austermann. Von Austermann hatte ich noch nie einen Garn, bin ich sehr gespannt. Und ihr habt hier eine Lauflänge von 1000 Metern und es sind 250 Gramm. Also ein Bobbel reicht dicke für ein Tuch. Das ist das erste. Dann habe ich noch was für Vlogmas mitgenommen. Das zeige ich euch nicht, denn das wird auf jeden Fall ein Giveaway sein, das zur Vlogmas-Zeit stattfinden wird. Aber ich habe auch noch dieses Sockengarn mitgenommen. Also ihr seht, Langjans ist hier gut vertreten in Österreich. Und ich fand dieses Sockengarn so cool, weil schaut mal, wie schön das am Ende verstrickt aussieht. Finde ich richtig klasse, wollte ich ausprobieren. Also Langjans, das ist die Twin Socks, sechsfädige Sockenwolle und hier steht zwei identische Farbverläufe auf einem Knäuel. Also vielleicht kriege ich es wirklich hin, beide Socken gleich hinzukriegen. Das ist die Farbe 600.0331. Und ihr habt hier 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Das ist ziemlich rau, das merkt man auf jeden Fall. Aber die Farbe ist einfach sehr, sehr cool und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Also zweite Langjans-Knäuel, das ich jetzt ausprobieren werde. Dann ist man so ein bisschen über den Fluss rübergegangen und ich finde, das war so ein bisschen künstlerviertelmäßig. War es wahrscheinlich nicht, aber so sah es für mich aus. Und da waren wir dann bei der Maschenwerkstatt. Bei der Maschenwerkstatt habt ihr auch so einen schmalen, dünnen, total süßen Laden. Und da habe ich vor allem viel Pasquali gesehen, aber auch Fernerwolle war da wirklich en masse vertreten. Plus viele handgefärbte Garne. Ihr hattet Hedgehog Fibers und Life in the Long Grass, was ich auch sehr gerne mag. Da habe ich ja meinen Westnitz Shawl einmal mit gestrickt und es sind wirklich tolle Garne. Und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall wieder an einem Mystery Knit Along von Westnitz teilnehmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es auch tut. Und ich habe jetzt schon überlegt, in welcher Farbkombo ich das stricken möchte. Und er hat angegeben, dass man 4 Stränge braucht und dass die auf jeden Fall einen guten Kontrast ergeben sollten. Er hat viele unifarbene Kombinationen gezeigt, aber auch wenn man irgendwas Gesprenkeltes hat, dass man dazu eher eine Basisfarbe wählen sollte. Und falls ihr euch an meinen Vlog von Kassel vom vorletzten Jahr erinnern könnt, da habe ich bei Shalem Ocek ja so ein
senffarbenes Garn mitgenommen. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Also in so einem schönen Gelbton. Und da ich davon zwei Stränge habe, dachte mir, das wäre vielleicht genau das Richtige für den Herbst und für diesen Shawl. Aber ich brauchte etwas Passendes dazu. Und beim nächsten Mal zeige ich euch auf jeden Fall, genau, wie das in der Farbkombi aussieht mit dem gelben Garn. Aber dazu habe ich als Kontrastfarbe dieses Garn ausgewählt. Ich habe lange hin und her überlegt, aber ihr seht, dass hier auch diese Sprinkles mit drin sind. Also es wird diesmal nicht so girly-mäßig, sondern wirklich gelb und mit dieser Farbkombi. Aber es finde ich sehr schön, ist mal was anderes und ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ich habe auch sehr dunkle Stränge daneben gehalten, weil von Hedgehog Fibers gab es eine ähnliche Farbe. Aber da fand ich das zu extrem vom Kontrast her. Ich habe hellere Farben dran gehalten. Das hat mir nicht so gut gefallen. Dann hatte ich etwas, was so ein bisschen ins Weiße ging und auch sehr viele gelbe Sprinkles hatte. Aber da war der Kontrast einfach nicht gut genug. Und ja, genau. Mein Verlobter hat auch gesagt, die Farbkombi passt und dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden. Genau, die heißen Live in the Long Grass. Ich muss jedes Mal überlegen. Nicht Little Life, sondern Live in the Long Grass. Und das ist 100% Superwash Merino und das ist die Farbe Oxidized. Sehr cool, ich finde, damit kann man nichts falsch machen. Das ist hier so ein bisschen von der Beschaffenheit anders als das gelbe Garn, das ich habe. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe im Endeffekt auch bei dem vorletzten Mystery Shawl habe ich auch so ein bisschen bei den Qualitäten geswitcht. Und das fand ich überhaupt nicht schlimm. Gerade bei so einem Shawl, finde ich, passt das ganz gut. Genau, das war meine Ausbeute. Und jetzt werde ich hier schnell mein Bündchen weiter stricken. Und meinen Eiskaffee trinken und dann geht es für uns schon fast wieder zurück nach Hause. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Wir sind wieder zu Hause und ich bin in der Endspurtphase bei meinem Love Letter Top. Wie ihr seht, habe ich unten das Bündchen schon fertig. Ich habe es mit der gleichen Nadelstärke gestrickt wie den Rest, weil ich insgesamt das ganze Top doch schon als sehr eng empfinde, auch wenn es hier eigentlich geht an den Seiten. Aber ja, ich dachte mir, das ist ein bisschen schöner, weil man es insgesamt einfach in einer viel dünneren Nadelstärke gestrickt hat, als ich normalerweise das Drop Spell Garn verstricke. Und wie ihr seht, habe ich hier schon den Eikottrand vom Kragen fertig. Der ist ziemlich eng. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es so lasse oder ob ich es verändere. Ich gucke mal, wie gut es über meinen Kopf geht. Aber ja, das werde ich vielleicht nochmal aufribbeln müssen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ich habe hier schon Maschen aufgenommen für eine Seite vom, also keine Ärmelseite, sondern hier macht man auch nur einen Eikott im Endeffekt drumherum. Das sollte aber ohne Probleme sein, weil meine Arme nicht so groß sind, aber das hier, ja, das muss ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen. Genau, Maschenanzahl muss ich nachzählen, weil ich das hier dann auf der anderen Seite genauso machen möchte. Und genau, so sieht es aus und ich gebe jetzt Gas, um hier einmal die Seite fertig zu kriegen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, mein Love Letter Top ist fertig. Natürlich habe ich die Enden noch nicht eingenäht, aber schaut mal, wie es aussieht. Ist das nicht hübsch? Es ist so wunderschön. Ich kann es kaum in Worte fassen. Das Einzige, was mich immer noch stresst, ist hier der Halsausschnitt. Da muss ich wirklich nochmal gucken, ob ich es so lasse oder nochmal aufribble. Aber mir ist auch praktisch kaum was mehr an Garn übrig geblieben. Aber gut, wenn ich das aufribbeln würde, hätte ich ja im Endeffekt das, was ich hier oben brauche. Aber das überlege ich mir nochmal in Ruhe. Und ich schaue einfach mal, ob sich das noch ein bisschen ausdehnt oder nicht. Aber insgesamt ist es einfach wirklich wunderschön und gefällt mir so gut. Richtig schön. Also eine absolute Herzensempfehlung. Es strickt sich richtig toll. Es ist ein bisschen nervig, weil man einfach zwischen den Charts und der Anleitung immer hin und her switchen muss, weil hier natürlich sehr viele Charts sind. Aber es ist wirklich ohne Probleme zu machen. Es ist total verständlich. Es sind keine komplexen Techniken, auch wenn es so aussieht.
Das Einzige, was ein bisschen komplexer ist, sind einfach diese Bobbel. Aber da habe ich ein Video zugeguckt und gut ist, ne? Also mehr braucht ihr da wirklich nicht. Es ist wirklich selbsterklärend. So, so viel dazu. Und bevor ich das Video beende, werde ich euch noch meine Westness Mystery Knit Along Konstellation in der Vollständigkeit zeigen. So. Also, das habt ihr ja schon gesehen. Hier auch mal in einem etwas anderen Licht. Und das ist das andere Garn, das ich dazu verwenden möchte. Und so wird meine Kombi für den 2024er Mystery Knit Along. Ich glaube, das wird wirklich cool aussehen. Als ich das erste Mal so zusammengehalten habe, war ich mir erstmal nicht so ganz sicher, weil man sieht schon, dass die Beschaffenheit eine etwas andere ist. Aber ganz ehrlich, das finde ich nicht so dramatisch und verstrickt wird das kaum auffallen. Hier habt ihr 100% Merino Superwash Wolle und 100 Gramm 400 Meter Lauflänge. Und hier ist es halt so, dass es 100 Gramm und 366 Meter Lauflänge. Also es geht eigentlich. Na, und wie gesagt, in der verstrickten Konstellation wird das eh nicht so auffallen. Und ich glaube, das ist ganz cool. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Kombination haltet. Ob euch das so gefällt. Oder ob ihr sagt, nee, nimm lieber was ganz anderes. Letztes Jahr habe ich mich ja wirklich spontan nochmal umentschlossen. Habe eine ganz andere Kombi gewählt. Dieses Jahr würde ich gerne besser vorbereitet sein. Die ist übrigens von Shadam Ocek, aber ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Ja, gefällt mir sehr gut. Und könnte eine sehr coole herbstliche Kombination werden. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte super viel Spaß, es für euch zu filmen, denn das Wochenende war wirklich toll. Und ich habe euch schon lange nicht mehr durch verschiedene Wollläden durchgenommen. Das hat mir ziemlich gefehlt und dementsprechend war das richtig klasse für mich, das für euch zu filmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.